Hey. Hey. Du hast auch schon mal besser ausgesehen. Sag mal, bist du wieder verkatert? Mir geht's gut, vielleicht. Ein bisschen zu wenig Schlaf. Ja, klar, so wie immer in letzter Zeit. Nee, ernsthaft, wenn du jemanden zum Reden brauchst oder so, du... Hätte ich. Mir geht's gut, ich bin Psychiater, ich kühre mich einfach selbst. Ich bin für dich da, ja? Hast du was für mich? Hm? War aber ganz schön ermüdend, das rauszufinden, ich sag's dir. Dachte, macht die Arbeit Spaß? Ja, normalerweise schon, aber nicht, wenn ich nur was im Internet rumrecherchieren muss. Also, auf alle Fälle. Sein Name ist Louis Adams, ist geboren und aufgewachsen hier in der Gegend, hat hier sogar studiert, Master in Kulturwissenschaften, hervorragende Noten, hat aber abgebrochen. Keiner weiß warum. Sonst noch was? Nicht sonderlich viel, außer dass er bei so ziemlich jedem Psychologen hier in der Umgebung war. Warum? Keine Ahnung. Was hat denn ein Kollege gesagt? Warum hat er ihn weitergegeben? Nicht viel, nur dass er überarbeitet sei und kann sich nicht ordentlich um ihn kümmern und deswegen sollte ich ihn übernehmen. Hm. Warum sollte ich mir dann so genau angucken? Ich hatte ein komisches Gefühl bei ihm. Die Unterlagen von meinen Kollegen sind alle so unvollständig und widersprechen sich oft und... Hm. Irgendwas stimmt mit Louis nicht. Ja, das kannst du laut sagen. Schau mal. Hier. Es gibt mehrere Berichte über... Naja. Übergriffe. Er wurde gewalttätig. Nicht er. Seine Psychiater. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Schwer herauszufinden, wenn die Aufzeichnungen unvollständig sind, aber... Naja. Wenn du mich fragst, gib ihn einfach weiter. Ich meine, du hast gerade selber genug um die Ohren. Packst du es schon? Danke für die Arbeit. Klar, aber hey, könntest du vielleicht den Kaffee? Weißt, das ist immer so ein bisschen... Ja, klar, klar. Cool, danke. Also dann. Deine Hände sind so viel größer als meine. Deine sind viel schöner. Hey Mike, was gibt's? Wegen heute Abend steht da noch alles? Und sag jetzt nicht ab, du hast es versprochen. Ja, ich muss schauen, ich weiß noch nicht sicher. Du, ich bin spät dran, kann ich später zurückrufen? Wann denn ungefähr? Ich muss nämlich noch... Ben? Ben? Guten Morgen, Dr. Bennett. Ist der Patient schon da? Ja, ich habe ihn schon reingeschickt. Das stimmt nicht. Ich weiß, dass du der beste Psychiater der Welt bist. Wie kommst du denn darauf? Du hast mich sehr glücklich gemacht. Das ist schon bei unserem ersten Gespräch. Du bist gut in deinem Job, vergiss das nie.
Guten Morgen, Mr. Adams. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie haben ja schon um etliche Termine bei meinen Kollegen gebeten. Doch nun sind Sie bei mir gelandet. Ja, das ist richtig. Ich bin aber froh, bei Ihnen zu sein. Nun, das hört man gerne. Ja, man sagt, Sie sind der Beste. Nun, ich versuche zu helfen, wo ich kann. Sehr edel von Ihnen. Ich möchte Ihnen zu Beginn eine Frage stellen. Welche der beiden Personen würden Sie für vertrauenswürdiger halten? Ist doch okay, wenn ich mitschreibe, oder? Das ist interessant, weil normalerweise ist die erste Frage, die man mir immer stellt, warum ich mich dazu entschieden habe, heute hier zu sein. Ja, das ist richtig. Man stellt die Frage, um herauszufinden, welche Person vor einem sitzt und was sie denkt, was für Probleme sie hat und einfach um einen generellen Eindruck von der Person zu bekommen. Und Sie machen es nicht? Normalerweise schon, aber ich verlasse mich gern auf mein Gefühl und mein Gefühl sagt mir, wir sollten mit diesen Fragen zuerst anfangen. Ich bin eher mütterlich geprägt. Meine Mutter war ein großartiger Mensch. Das ist doch, was dieser Test aussagen soll, oder? Kannten Sie den Test schon? Nein. Dann sind Sie ziemlich clever. Danke. Das ist nicht unbedingt was Positives. Ich glaube, Menschen hinterfragen sehr viel und sind daher eher geneigt, depressiv zu werden. Ich hoffe, dass Sie es trotzdem schaffen, mir zu helfen. Was genau ist denn Ihr Problem, Mr. Adams? Genau das möchte ich, dass Sie herausfinden, Dr. Bennett. Dieser Mann ist unglaublich. Unglaublich ist er, dass du tatsächlich noch aufgetaucht bist. Matt hat mich gewarnt vor ihm, aber er wirkt gar nicht gefährlich, ja ruhig. Gehört der friedvollen Sorte an. Wir haben uns lange unterhalten und ich weiß nicht, ich kann keine Störung in mir feststellen. Aber trotzdem habe ich ein ganz komisches Gefühl. Louis Adams. Das klingt doch schon wie so ein Psychopath. Du bist das Ganze wieder nicht ernst, oder? Ich mach doch nochmal ein Späßchen. Es freut mich, dass du dich für eine Sache wieder begeistern kannst und ein bisschen auf andere Gedanken kommen, tut er sicherlich gut. Wir sollten wirklich mal darüber reden, Ben. Müssen wir nicht, mir geht's gut. Es geht nicht nur um dich. Schon mal dran gedacht, dass ich jemanden brauche, mit dem ich über das Ganze reden kann? Ich vermisse sie doch auch, sie war meine Schwester, verdammt nochmal. Vergiss es bei dem Ganzen nicht. Ich vermisse sie mehr. Hör mal, ich weiß, du brauchst jemanden zum Reden, aber ich kann es momentan nicht für dich sein. Ich muss selber erstmal klarkommen damit. Was ich vor allem von dir wissen will, ist, wie das Ganze passieren konnte. Ben. Kannst du mir das Gitter halten? Hast du diesen Albtraum? Das ist doch nur ein Traum. Ist doch alles gut. Du weißt nicht, wie das ist.
Stell den Wein weg und kümmere dich mal um mich, Alkoholiker. Sam, ich bin total fertig. Ach, ist mein Baby müde. Lass das. Alter Mann. Du machst mich wahnsinnig. Ist das so? Was ist? Ich liebe dich, Samantha. Schon. Komm schon, mach das Ding rein. Ja? Kannst du mir einen Gefallen tun? Klar. Klar, worum geht's? Versuch bitte nochmal mehr über Louis Adams herauszufinden. Über Adams? Natürlich. Ja, was willst du denn wissen? Vollkommen egal. Versuch einfach mehr herauszufinden, wo er sich so rumtreibt, mit welchen Leuten er so unterwegs ist, wo er gerne ist. Einfach alles. Ja, kann ich machen, wenn du möchtest, aber... Da muss ich ihn beschatten für. Das ist dann leider echt kein Freundschaftsdienst mehr. Ich hoffe, das weißt du. Ja, mach das. Du kannst die Gelegenheit ja heute nutzen nach der Sitzung. Die endet um 16 Uhr. Okay, super. 16 Uhr. Aber Moment, warte. Nach der Sitzung? Du hast sie nicht abgelehnt. Man, dieser Mann scheint gar nicht gefährlich zu sein. Das würde mir erst recht Sorgen machen. Aber, okay. Weißt du was? Du hast Glück, dass ich keine anderen Klienten zurzeit habe. Ich werde mich drum kümmern. Ich brauche einfach mehr Informationen. Das spart mir viel Zeit. Sonst muss ich alle Lügen einzeln aussortieren. Ja, klar, ich meine, ich verstehe es, aber... Oh, Ben, tu mir einfach den Gefallen und pass auf dich auf. Ja, du weißt, was mit deinen Vorgängern passiert ist und... Dein Job ist dir doch wichtig, oder? Ich pass schon auf mich auf. Okay, ich melde mich dann, wenn ich mehr hab. Bis dann, ciao. Haben Sie schon hochgeschickt? Ja, vor 5 Minuten. Dr. Bennett, es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Ich nehme an, es handelt sich um die Untersuchung? Hm. Habe ich schon erwartet. Alles gut. Guten Morgen, Mr. Adams. Ich grüße Sie, Dr. Bennett. Wie geht es Ihnen? Das letzte Mal haben wir uns ja über Ihre Kindheit unterhalten und die ist ja scheinbar ziemlich positiv verlaufen und daher finde ich... Geht es Ihnen nicht gut, Dr. Bennett? Wie kommen Sie darauf? Nur so ein Gefühl. Was haben Sie da dabei? Sie hatten mich doch beim letzten Mal gefragt, was ich in meiner Freizeit gerne tue und ich habe gesagt, dass ich gerne male. Und Sie haben Ihre Bilder mitgebracht? Mhm. Mr. Adams, ich finde, wir sollten ehrlich zueinander sein. Ich kann bei Ihnen einfach keine offensichtliche Störung feststellen. Ich sehe einfach nicht, dass Sie irgendwie meine Hilfe benötigen. Offen gesagt, ich verstehe gar nicht, warum Sie hier sind und was Sie sich von diesen Sitzungen erhoffen. Ich bin auf keinen Fall normal. Ich bin auf Ihre Hilfe angewiesen, das spüre ich jeden Tag. Es kommt mir sogar so vor, als würde es immer schlimmer werden, wie ein Parasit, der sich durch meinen Kopf frisst. Nun, das höre ich öfter. Wer ist das? Das ist einfach ein Mann, aber das... Über ihm ist seine strahlende Vergangenheit. Die Vergangenheit strahlt so hell, dass sie in die Gegenwart nur noch Schatten wirft. Kennen Sie das auch, Dr. Bennett? Wenn man sich wünscht, dass alles wieder so wäre wie früher? Ich weiß, dass man zunächst keine offensichtlichen Störungen an mir sieht, aber... Sie sind in mir, ich bin mir sicher. Sie haben mir offenbar nicht zugehört. Ich habe gesagt, wir sollten ehrlich zueinander sein. Wissen Sie, Sie kommen hierher und spielen mir den hilflosen Patienten vor und erzählen einen Haufen Mist. Legen Sie die Karten auf den Tisch, warum sind Sie wirklich hier? Respekt, Dr. Bennett. Ihnen kann ich anscheinend nicht so einfach was vormachen.
Ich hoffe, dass Sie mich trotz meiner Unehrlichkeit weiterhin behandeln. Ich bin nicht hier, um Spielchen zu spielen. Mr. Adams, ich behandle Sie gerne weiterhin. Aber Sie müssen mir sagen, warum Sie hier sind. Es geht um meinen Bruder. Ihren Bruder? Louis Adams hat einen Bruder. Er beschreibt ihn wie so ein Übermensch, als wäre er total fasziniert von ihm. Ah, darfst du mir das überhaupt alles erzählen? Allerdings ist er gestorben und seitdem geht's ihm gar nicht mehr gut, aber ich merke keine Trauer bei ihm. Denkst du, er lügt vielleicht schon wieder? Vielleicht wäre es besser, wenn du ihn nicht weiter behandelst. Ich glaube nicht, dass er lügt. Ich stecke eine Wahrheit in seinen Worten. Hör zu. Wäre es nicht vielleicht besser, wenn du dir eine Auszeit gönnst? Ich mache mir echt Sorgen um dich und so ein bisschen Ruhe würde dir sicherlich gut tun. Nein, ich brauche keine Ruhe. Die Ruhe ist das, was mich fertig macht. Ich brauche einfach Ablenkung. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne das Gefühl. Aber meinst du nicht, dass wir uns dieselbe Frage stellen? Willst du es denn gar nicht wissen? Es werden immer Dinge passieren, die wir nicht begreifen und nicht wahrhaben wollen. Der Fehler ist, darüber nachzudenken, was man hätte tun können, damit so etwas nicht passiert. Die richtige Herangehensweise ist, sich Gedanken zu machen, wie es nie dazu kommen kann. Auf. Los, sieh mich an. Du hast sie sterben lassen, Ben. Du hattest die einfache Aufgabe, auf sie aufzupassen. Stattdessen kümmerst du dich um deinen Job. Und jetzt klebt ihr Blut an deinen Händen. Los, nimm dir das Leben! Nein! Matt? Hey, alles klar bei dir? Hast du geschlafen? Ja, ich spiel geworden letzte Nacht. Ich habe Neuigkeiten zu Adams. Und zwar, der Mann scheint insgesamt nicht wirklich sehr beschäftigt zu sein. Also, zumindest ist er gestern nach eurer Sitzung einfach den ganzen Tag zu Hause geblieben. Okay, sonst noch irgendwas? Ja, das kannst du laut sagen. Er hat sich über irgendetwas tierisch aufgeregt. Also er hat die ersten 5 Minuten, als er nach Hause gekommen ist, erstmal nur rumgebrüllt und... Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt mit dem Kerl einfach nicht. Ben, ich habe das Gefühl, dass du dich mit dieser ganzen Behandlungsgeschichte einfach in Gefahr bringst und... Danke für die Infos, Matt. Bleib einfach dran, vielleicht kannst du noch irgendwas herausfinden. Okay, bis dann. Bis dann. Ja.
Warte, bis du meinen Bruder kennenlernst. Wieso, was ist mit ihm? Er kümmert sich sehr um mich. Bin halt seine kleine Schwester. Denkst du, dass er mich nicht mögen wird? Ich weiß nicht. Bis jetzt hat ihm noch kein Freund gefallen. Hm. Muss los. Ich fühle mich immer so alleine, wenn du nicht da bist. Du vermisst es immer noch sehr, oder? Hey. Ich bin doch bald wieder da. Es gibt einfach Menschen, die auf meine Hilfe zählen, weißt du? Du kannst doch einfach hierbleiben, bis heute Abend. Was meinst du? Wolltest du mich sprechen? Dann, wie geht's dir? Du, ich muss gleich los. Ich muss in 3-4 Stunden im Büro sein. Okay, es dauert auch nicht lang. Ich konnte letzte Nacht mal wieder nicht einschlafen und deswegen habe ich versucht, mich irgendwie zu beschäftigen. Ich habe ein bisschen rumgeräumt und dabei das hier gefunden. Was ist das? Ben, das ist ihr Tagebuch. Dort hat meine Schwester all ihre Gedanken niedergeschrieben. Das sieht nicht mal alt aus. Vielleicht steht dort alles drin. Du hast es nicht gelesen? Mike, wir können ihr Tagebuch nicht lesen. Warum? Alles, was sie uns sagen wollte, hat sie uns schon gesagt. Sie hat uns geliebt. Was hier drin steht, ist nur für sie bestimmt. Dafür sind Tagebücher nochmal da. Lernt man das im Psychologiestudium oder ist das das, was du wirklich denkst? Mike. Gib mir das Tagebuch. Ich werde es schon nicht lesen. Mike, gib's her. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was war das gerade eben? Ben, rede mit mir. Worüber denn? Du willst ständig reden, machst dir Sorgen. Was willst du hören? Was? Dass mir scheiße geht? Ja, mir geht's beschissen. Oh, große Überraschung. Bist du ein Arsch? Gut, bin ich halt. Mir egal. Was ist denn los mit dir in letzter Zeit? Und was war das gerade eben? Jeder traut nun mal anders. Ich brauche Ablenkung, andere Gedanken im Kopf. Ich kapiere nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Ich will meinen Freund wieder haben. Gib mir einfach ein bisschen Zeit. Es hat geraucht wie noch mal was. Ich hab dich doch nicht gefeuert. Ah ja, weißt ja, Zeiten sind hart. Aber nee, ernsthaft, mach dir da keine Sorgen. Die brauchen dich mehr, als du glaubst. Hoffentlich sehen die das auch so. Ja. Weißt du, was ich mal wieder gebrauchen könnte? Irgendwas zu tun für mein Hirn. Das ist absolut furchtbar, einfach nichts machen zu können. Das ist das Einzige, was ich in letzter Zeit machen kann, ist diesem Patienten von Ben hinterher zu dackeln. Und ich meine, das ist ja auch nicht ein Problem. Ben geht's momentan gar nicht gut. Ja. Ja, ich weiß, aber hey, immerhin bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, ha? Meinst du, wir sollten vielleicht irgendwie versuchen, ihm zu helfen? Klar, schon, aber ich meine, ich kenne Ben jetzt schon seit Jahren und der lässt sich einfach nicht helfen. Ja, hey, ich meine, Samanthas Tod ging mir auch sehr nah und natürlich bin ich traurig, aber das ist nicht mehr normal. Ja, ich weiß, was du meinst, allerdings... Ich glaube, es hängt nicht nur mit Samantha zusammen. Es ist einfach, er hat ja noch diesen einen Patienten, den ich vorhin erwähnt habe, und der setzt ihm einfach zu. Du meinst diesen Louis Adams? Du kennst Louis Adams?
Ja, Ben hatte mir von ihm erzählt. Ah. Das ist so typisch. So viel zur Schweigepflicht. Ja, aber ich habe ihm etwas über ihn verschwiegen. Du weißt was über Louis Adams. Bist du immer noch am Arbeiten? Wonach sieht's denn aus? Ach, aufhören jetzt. Sam will kuscheln. Ich hab's doch gleich. Nur ein paar Sekunden noch. Sam! Sam, ich brauch das! Erst kuscheln. Ich hab wieder diese Albträume. Sagst du das jetzt nur, um mich aufhört zu arbeiten? Musst du eigentlich jeden Scheiß, den ich dir sag, immer analysieren? Da du dich so aufregst, hab ich wohl recht, oder? Sam! Immer muss man dich überreden. Hey, ich bin doch dauernd für dich da. Aber ich muss manchmal auch arbeiten. Wo soll sonst das Geld herkommen? Sam, zieh mich mal an. Ich liebe dich, das weißt du doch, oder? Vergiss mich bloß nicht. Dr. Bennett, Louis Adams ist gerade angekommen. Soll ich ihn reinschicken? Ich hatte einen Albtraum. Erzählen Sie mir. Hatten Sie denn schon mal einen Patienten mit Albträumen? Ja, es gab eine. Konnten Sie ihr helfen? Louis, es geht hier um Sie. Wenn ich Ihnen helfen soll, dann müssen Sie mir Ihren Traum erzählen. Ich war bei mir zu Hause. Also dessen war ich mir zumindest bewusst und ich fühlte mich so alleine. Als wäre ich der letzte Mensch auf der Welt. Nichts von Wert war da. Ich sah an mir herunter und sah, wie ich mich langsam auflöste. Erst die Füße, dann die Beine und dann immer mehr. Ich hatte schon Angst, bald nicht mehr da zu sein, und dann sah ich meinen Bruder. Fragen Sie mich nicht warum, aber ich hatte so eine Wut auf ihn, als wäre er schuld an all dem Leid, was mir widerfahren ist. Ich fing an, auf ihn einzuschlagen, und mein Körper verfestigte sich wieder. Ich ließ meine ganze Wut an ihm aus, aber er wollte nicht sterben. Als ich aufwachte, hatte ich für einen Moment das Gefühl, ich würde in seinem Blut liegen. Können Sie mir sagen, warum ich so etwas träume, Dr. Bennett? Träume sind etwas Faszinierendes. Man erforscht es schon seit Ewigkeiten. Viele betrachten Träume als eine Art Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Ja, ich weiß. Und wie betrachten Sie es? Nun, ich finde, man sollte Träume nicht so ernst nehmen. Haben Sie denn schon mal so erschreckende Dinge geträumt? Die meisten Träume vergisst man. Das Gehirn filtert Informationen, die es nicht so als wichtig erachtet. Dazu gehören Träume nun mal auch dazu. Aber es gibt doch welche, die man nie wieder vergessen kann. Dr. Bennett. Es ist Zeit zu sterben.
Sam? Lass mich sterben lassen. Dr. Bennett. Kennen Sie solche Träume, die man nie vergisst? Ja. Manche vergisst man nie. Ich finde das so interessant, weil das entscheidet man ja gar nicht selber. Es gibt Träume, die waren so spannend und faszinierend, dass man sie gar nicht vergessen möchte, aber man tut es trotzdem. Wonach geht also unser Gehirn, wenn es gewisse Dinge einfach nicht vergisst? Darf ich Ihnen eine Frage zu Ihrem Bruder stellen? Natürlich. Was denken Sie, warum war Ihr Bruder Ihnen so wichtig? Naja, er ist halt mein Bruder. Wir haben beide mal sehr aufeinander aufgepasst, wissen Sie? Sie sagten, er habe sich umgebracht. Was denken Sie, warum hat er das gemacht? Genau das ist die Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Können Sie sich vorstellen, wie es mir dabei geht, diesen Grund einfach nicht zu kennen? Wissen Sie, wie es ist, einen wichtigen Menschen zu verlieren? Eigentlich verrückt, oder? Es gibt doch so viele Menschen auf der Welt, aber wenn einer fehlt, kann es ganz schön viel ausrichten, hm? Louis, ich habe eine Aufgabe für Sie. Schreiben Sie mir doch bitte bis zur nächsten Sitzung mal alle positiven Erinnerungen an Ihren Bruder auf. Oft liegen die Dinge, die uns so fertig machen, tief in unserem Unterbewusstsein. Vielleicht kommen wir zu der Sache ein bisschen näher. Klingt nach einem guten Plan. Dann sehen wir uns morgen. Natürlich. Ich bin so froh, dass Sie mir zuhören. Dafür bin ich doch da. Ja, trotzdem. Es fühlt sich echt gut an. Sonst fühle ich mich immer so alleine, wissen Sie? Und manchmal fühlt es sich an, als würde ich das alles gar nicht leben. Mike hilft mir, es in den Griff zu kriegen, aber eigentlich will ich gar keinen Menschen mehr bei mir haben, außer Ihnen. Nun, jeder Mensch hat sein Kreuz zu tragen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht immer so schwer sein wird, wie es jetzt gerade für Sie ist. Ich finde, Sie haben echt gute Fortschritte gemacht. Darauf können Sie stolz sein. Können Sie mich umarmen? Sam, das geht nicht. Ich muss eine gewisse Distanz zu meinen Patienten bewahren. Bitte. Bitte. Können Sie sich vorstellen, jemanden wie mich zu lieben? Ja, ich denke schon. Dr. Bennett. Mr. Connor, in Ihrem Brief stand, Sie kommen erst um 16 Uhr. Ja, ich komme gern mal ein wenig früher. Nett haben Sie es hier. Danke. Sind Sie gläubig, Dr. Bennett? Was? Sind Sie gläubig? Nein. Die wurde mir geschenkt. Von wem? Ein Patient brachte sie mir mit. Er war selbst sehr gläubig. Aber sein Glaube hat ihm nicht gereicht, um glücklich zu sein. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen dazu leider nicht mehr sagen. Sie halten sich also an die Schweigepflicht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Natürlich halte ich mich daran. Möchtest du eine? Nein, und es tut mir leid, aber hier drinnen herrscht leider Rauchverbot.
Mit Verlaub, was wird das hier? Denken Sie, Sie könnten mich nervös machen, wenn Sie hereinkommen, ohne anzuklopfen? Und mein Schreibtisch ist auch keine Ablage für Ihren Mantel, Mr. Connor. Ganz ruhig, Dr. Bennett. Sie haben keinen Grund, so forsch gegen mich zu sein. Ich will Ihnen nichts Böses. Ihr Mantel. Wissen Sie, Dr. Bennett, ich habe mich natürlich genau über Sie informiert. Wie es scheint, sind Sie immer sehr zielstrebig gewesen. Direkt nach dem Abitur das Psychologiestudium, dann die anschließende benötigte Ausbildung. Und nun sind Sie hier. Ihre heilenden Fähigkeiten. Sie haben es jetzt schon sehr weit gebracht. Sie haben in so kurzer Zeit so vielen Patienten geholfen, sind bereits sehr erfahren. Man könnte fast sagen, Sie sind ein Wunderkind. Und alles ganz ohne den Glauben an einen Herrgott. Ich habe aber auch von Ihrer Freundin gehört. Sie war eine ehemalige Patientin von Ihnen? Das ist richtig. Sie wissen, dass man emotionale Distanz bewahren soll? Natürlich. Ich habe deshalb die Sitzung noch abgebrochen und Sie meinen Kollegen weiterverwiesen. Ich habe gehört, Sie hätten sie schon während einer der Sitzungen geküsst. Also ich weiß nicht, wer Ihnen das erzählt hat, aber das stimmt nicht. Samanthas Zustand war sehr instabil. Das hätte sie zerstört. Naja, nach meinem Wissen hat die Zerstörung dann trotzdem stattgefunden. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie ein wenig vorsichtiger über meinen Verlust sprechen würden. Nein, das sehe ich nicht so, Dr. Bennett. Wir wissen beide, dass Sie Patienten mit solchen Aussagen konfrontieren können. Gerade jetzt, da Sie Louis Adams betreuen. Also, wie würden Sie sich selbst einschätzen? Haben Sie schon den Tod Ihrer Freundin, Ihrer wahren Liebe verkraftet? Ich... Oh, schade. Jetzt haben Sie sich so bemüht, keine Verwundbarkeit zu zeigen. Sie haben sich sogar getraut, den Mantel vom Tisch zu schieben. Doch jetzt fällt der Vorhang wegen so einer simplen Frage. Ich bin enttäuscht. Haben Sie nicht damit gerechnet, dass ich solche Fragen stellen werde? Ich halte es nicht für notwendig, meine Gefühle zu verstecken. So etwas verkraftet man nun mal nicht in wenigen Monaten. Natürlich nicht. Meine Arbeit ist mir sehr wichtig, Mr. Connor. Sie gibt mir ein Gefühl, ein wichtiges Glied der Gesellschaft zu sein. Konnten Sie denn nur einem Patienten seit dem Tod Ihrer Freundin wirklich helfen? Also... Wissen Sie, was ich glaube, Dr. Bennett? Ich glaube, Sie verkriechen sich in Ihrer Arbeit. Sie lenken sich ab. Wollen nicht wahrhaben, was passiert ist. Ich weiß, was Sie mal für ein Mann waren. Sie hatten eine durchaus koordinierte und kontrollierte Arbeitsweise. Aber jetzt sind Sie ein Mann, der nicht weiß, was er heute Abend isst oder wie viel Gläser Wein es dieses Mal werden, bevor er einschlafen kann. Sie brauchen mir nicht viel zu erzählen, Dr. Bennett. Man kann so viel an Ihrer Körpersprache ablesen. Den selbstsicheren Psychiater, der Sie mal waren, gibt es nicht mehr. Es wäre vielleicht Zeit, dass Sie neue Wege einschlagen. Ich werde morgen nochmal kommen und Ihre vorläufige Beurlaubung beantragen. Auf Wiedersehen. Ich meine, war es denn wirklich so schlimm? X hat mich so fertig gemacht, das glaubst du gar nicht. Wie kann man noch so herzlos über einen toten Menschen sprechen? Du solltest dich nicht so provozieren lassen. Das ist doch genau das, was er möchte. Du hättest dabei sein müssen, ohne Scheiß. Scheiß auf Louis Adams, diesen Typen könnte ich erwürgen. Okay, wie wär's, wenn du versuchst, dir eine Auszeit zu nehmen, ja? Einfach mal ein bisschen in Urlaub fahren, drüber nachdenken, Ruhe reinbekommen. Nein, es geht nicht. Ben! Es geht hier nicht nur um dich. Ich meine, wir machen uns alle Sorgen. Ne? Und wahrscheinlich könntest du Connor damit beruhigen. Hättest du ihn vom Hals und in ein paar Wochen fängst du wieder von vorne an. Das ist doch...
Ja, vielleicht ist eine gute Idee. Ja, ja, genau. Und diesen Louis Adams? Bitte, behandle ihn nicht mehr. Ich sag's dir auch noch 1000 Mal. Er tut dir nicht gut. Hast du noch Melvin rausgefunden? Hörst du mir eigentlich zu? Er tut dir nicht gut. Okay, weißt du, was du machst? Du gehst morgen zu Connor. Du sprichst mit ihm nochmal. Du sagst ihm, dass du drüber nachgedacht hast, was er gesagt hat und dass du findest, dass er recht hat. Das wird er gerne hören. Danach erzählst du ihm, dass du überlegt hast, Urlaub zu machen und ein bisschen Ruhe in dein ganzes Leben reinzubekommen und damit wird alles besser werden, ja? Und dann bittest du ihm darum, dass er seine Entscheidung nochmal überdenken soll. Hä? Es wird helfen. Und ich weiß nicht, wenn du dir Sorgen ums Geld machst, ja? Mike ist für dich da. Ich bin für dich da. Also... Ich kann dir einen Rabatt auf meine Arbeit geben oder so. Seid so gute Freunde. Ja, okay, weißt du was? Ich mache eine Pause und ich gebe Louis einfach einen Kollegen weiter. Bei ihm ist ja fast egal welche. Ja, super. Ben, es wird alles wieder gut. Das verspreche ich dir. Du musst dir einfach nur die Zeit lassen, drüber nachzudenken. Okay, nein, hey, ich sollte einfach aufhören zu wetten. Das macht doch einfach keinen Sinn. Ich verliere doch sowieso die ganze Zeit nur mehr Geld, als ich gewinne. Und ich meine, könnt ihr mich nicht auch mal fragen, ob ich Probleme habe? Hm? Komm schon, das ist nicht nett. Ich habe momentan auch keine leichte Zeit, nicht nur Ben. Ja, weißt du was? Vergiss, das war ein Scherz oder sowas. Das ist, ja, war ein blöder Scherz, tut mir leid. Ja, bei mir auch. Ich bin... wieder viel zu vertieft. Ich muss mir das unbedingt abgewöhnen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte sich nicht nur Ben eine Auszeit gönnen. Hast du es ihm eigentlich mittlerweile gesagt? Nee. Naja, er hatte keinen guten Tag. Hat er keine überhaupt gute Tage? Vielleicht bald wieder. Ich habe ihn überreden können, dass er sich die Auszeit nimmt. Gratuliere. Ja. Und wann erzählen wir ihm dann das von Louis? Sachen. Keine Ahnung. Am besten gar nicht. Ich meine, ich will einfach, dass er diesen Kerl komplett aus seinem Leben rausstreicht. Der soll nichts mehr mit dem zu tun haben. Es ist, ich meine, sonst dreht er uns komplett ab. Weißt du? Ich weiß nicht. Es ist einfach alles so komisch. Was? Ben, es ist... Der war früher so unantastbar. Der ist immer über den ganzen Sachen gestanden, ja? Es gab nichts, was ihm irgendwie nahe gekommen ist und sowas. Und jetzt... Ich meine, schau ihn dir jetzt an, der ist wie ausgewechselt. Ja, er braucht uns jetzt, auch wenn er selbst nicht wahrhaben will. Ja, so ist es. Dieser Mann weiß gar nicht, was er mir antut. Mein Beruf ist mein Leben. Ich hab sonst nichts mehr. Ich will keinen Urlaub und alles vergessen. Ich will dich nicht vergessen. Du wirst mich nicht vergessen.
versuchst du dich wieder abzulenken. In eine andere Realität zu schlüpfen, du Made. Du weißt, dass du die Wahrheit niemals vergessen wirst. Alles holt dich irgendwann ein. Du hättest es aufhalten können! Was bist du? Das Etwas, der Grund, der Ursprung allen Übels. Such sie aus. Was willst du von mir? Und du bist ab jetzt im Urlaub? Ja, ich denke, es wird mir gut tun. Hör zu, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder jemanden zum Reden, du kannst jederzeit anrufen. Ihr seid so gut zu mir und ich behandle euch seit Wochen wie Scheiße. Hey, ich weiß, wie es dir momentan geht, besser als jeder andere. Und ich reagiere auch nicht immer richtig. Das wird schon alles wieder. Ich hoffe es. Du, ich muss los. Wünsch mal Glück mit Connor. Naja, viel, viel Glück. Das kriegst du schon hin. Ist er schon da? Sie sind 5 Minuten zu spät. Natürlich ist er schon da. Haben Sie wieder mit ihm gequatscht? Von wegen Patientenküssen und so? Sie sind zu spät, Dr. Bennett. Wissen Sie, ich habe nachgedacht. Und Sie haben recht. Ich bin momentan wirklich nicht ganz auf der Höhe und ich werde wohl mittlerweile Urlaub nehmen, bis es mir wieder besser geht. In der Zeit würden Sie kein Geld verdienen. Um Geld ging es mir noch nie. Ich liebe meine Arbeit. Ich werde noch heute eine Reise buchen. Ich war noch nie auf den Philippinen. Es soll sehr schön sein, habe ich gehört. Das ist doch, was Sie wollen, oder? Dass ich mir eine Auszeit nehme. Ich will eine Bestätigung der Buchung sehen. Versuchen Sie gar nicht erst heimlich weiterzuarbeiten. Ich bekomme das mit. Sie haben mir offenbar nicht zugehört. Ich gebe Ihnen doch recht. Ich denke, in ein paar Wochen schon wird es mir besser gehen. Nein, Dr. Bennett. Ein paar Wochen überzeugen mich nicht. Nach Ihrem Urlaub verlange ich ein Gutachten, in dem geklärt wird, ob Sie wieder bereit sind. Das müssen Sie sich bei mir persönlich abholen. Und das wird nicht leicht. Ein bisschen Sonnenbräune lässt niemanden einen Tod vergessen. Hätten Sie mir das früher gesagt, wäre ich direkt mit den richtigen Unterlagen zu Ihnen gekommen. So muss ich wohl noch mal morgen wiederkommen. Ich brauche Ihre Unterschrift. Ich werde nichts unterschreiben. Okay, jetzt passen Sie mal auf. Denken Sie, das hier ist ein Wunschkonzert oder ein Kindergarten? Denken Sie, dass Sie hier machen können, was Sie wollen? Sie sind in Ihrer eigenen Hölle gefangen. Eine Hölle, in der Sie sich fragen, warum hat sie sich verdammt nochmal das Leben genommen? Und warum hat sie Ihnen nichts gesagt? Sie sind doch der Psychiater, Sie sollten doch helfen können. Warum entschließt sich also Ihre eigene Freundin, lieber zu sterben, als Ihre Hilfe anzunehmen? Wie, Dr. Bennett, wie? Können Sie sich selbst einen guten Psychiater schimpfen, wenn Sie auf allen Ebenen versagt haben? Sie leben in einem Kartenhaus aus zu viel Wein und Wahnvorstellungen, das jeden Augenblick einbrechen kann. Was denken Sie, wie lange wird es dauern, bis er Ihnen die Kehle aufschlitzt? Oder werden Sie es irgendwann selber tun, weil sich das Blut an Ihren Händen niemals abwischen lässt? Dr. Bennett? Sie schwitzen, ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Nein, nein, zugegeben. Anfangs habe ich Ihnen nicht geglaubt. Aber jetzt sehe ich, dass es Ihnen wirklich nicht gut geht. Stellen Sie unverzüglich alle Behandlungen ein. Das kann ich nicht. Oh, tut mir leid, ich hätte anklopfen sollen, oder? Sie sind Louis Adams.
Ich bin zu früh, soll ich noch kurz draußen warten? Ist schon okay, Louis, wir können gleich anfangen. Nein. Nein, Dr. Bennett wird sich heute nicht um Sie kümmern. Genau genommen wird sich Dr. Bennett gar nicht mehr um Sie kümmern können. Wir verweisen Sie an einen guten Kollegen weiter. Ich werde mich dessen persönlich annehmen, keine Sorge. Ist das wirklich so, Dr. Bennett? Es tut mir leid, ich würde Sie sehr gerne weiterhin behandeln, aber ich unterstehe hier nur Meister Connor. Sie kennen mich? Ja. Dann wissen Sie auch, dass ich schon bei mehreren Therapeuten in Behandlung war? Ich habe davon gehört. Von allen Ärzten, die ich bisher kennenlernen durfte, konnte mir Dr. Bennett bisher am besten helfen. Und das, obwohl wir erst wenige Sitzungen hatten. Mir ist klar, dass Sie einiges... Dr. Bennett macht seinem Namen seit Jahren alle Ehre. Er konnte schon unglaublich vielen Patienten helfen und ich finde, ich verdiene die Chance, dass mir das auch widerfährt. Ich will keinen anderen Psychiater als Dr. Bennett, verstehen Sie? Mr. Adams, ich verstehe, dass Sie in Ihrer momentanen Lage denken... Was ich denke? Woher wollen Sie wissen, was ich denke? Ihre Kollegen wussten alle nicht, was ich denke, aber Dr. Bennett hat es schon nach der zweiten Sitzung begriffen. Dieser Mann ist der Einzige, der mir helfen kann, und bevor er das nicht getan hat, werden Sie ihn mir nicht abschlagen. Verstehen Sie das? Mr. Connor, finden Sie nicht, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat? Geben Sie Dr. Bennett diese Chance. Er wird seine Arbeit gut machen und wenn nicht, dann kann mir niemand helfen. Aber ich bitte Sie, nehmen Sie mir diese letzte Chance nicht weg. Sie haben 3 Monate Zeit, um zu beweisen, was Sie können. Dann will ich ordentliche Fortschritte sehen. Sonst war Louis Adams Ihr letzter Patient. Dann kriegen wir mich mal gesund. Moment, was ist mit dem Urlaub? Ja, aber du hast doch gesagt, okay, ja. Jetzt spinnt er komplett. Ich versuch's. Wirklich. Ich will versuchen, das Ganze zuzulassen, weil ich nicht glaube, dass man nur lernt, mit Schmerz zu leben. Ich glaube, dass alles heilen kann. Man muss es einfach nur anerkennen. Das klingt ziemlich schön, wie Sie es sagen. Ich finde generell, wir haben heute echt gute Fortschritte gemacht. Finden Sie? Ja. Ich hatte heute zum ersten Mal das Gefühl, dass Sie meine Hilfe annehmen wollen. Jeder Mensch braucht in seinem Leben mal Hilfe. Oh, wir haben ganz schön überzogen. Aber das ist schon okay. Dann sehen wir uns Montag. Arbeiten Sie am Samstag auch? Früher, aber mittlerweile nicht mehr. Denken Sie, wir könnten eine Ausnahme machen? Sie nehmen sich ja ganz schön viel Zeit für unsere Sitzungen. Sie wissen doch schon, was für ein Einzelgänger ich bin. Mich erwartet keiner und es gibt wenig zu tun. Die meiste Zeit bin ich einfach nur damit beschäftigt, meine Umgebung zu beobachten. Und zwar nicht, weil ich jetzt so alleine bin, sondern weil ich es so interessant finde, wie der Mensch in seinem Kopf funktioniert. Sie als Psychotherapeut sollten das doch auch interessant finden, oder nicht? Können Sie sich vorstellen, dass gerade die Ruhe und die Zeit, die ich mir jetzt nehme, meine Wunden heilen werden, weil Ablenkung für mich gar nicht notwendig ist?
komm ja schon. Hey. Was willst du denn hier? Lass mich wenigstens erklären. Bist du sauer auf mich? Ja, ja, ich bin sauer auf dich. Aber das hat mich noch nie davon abgehalten, dein Freund zu sein. Hey, so, wir haben uns einfach nur überlegt, dass es das Beste für dich wäre, wenn du eine Auszeit hättest. Du brauchst einfach mal eine, ja? Du musst deinen Kopf irgendwo anders hinbekommen. Und was diesen Lewis Adams angeht, ja? Irgendwas stimmt mit dem nicht, das wissen wir beide. Ja, aber nur dir scheint das einfach vollkommen egal zu sein. Ich kann Lewis wirklich helfen. Nein, es geht nicht darum, ob du ihm helfen kannst. Ich weiß nicht, worum es dir geht. Vielleicht willst du dir einfach nur beweisen, dass du immer noch ein toller Psychiater bist oder du hast aus irgendeinem anderen Grund Narren an ihm gefressen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt setz dich endlich. Lewis und ich machen wirklich gute Fortschritte. Er erzählt mir schon richtig viel, auch über seinen Bruder. Ich denke, er kommt voran. Ja? Was? Was erzählt er dir denn so? Was? Erzähl mal. Das kann ich ja nicht sagen, weißt schon. Schweigepflicht und so. Scheiß Schweigepflicht, das hatte ich bisher auch nicht gekümmert. Komm schon, rück mir der Sprache raus. Was erzählt er dir? Ich muss darauf vorsichtiger sein. Connor wusste so viel Bescheid, ich weiß nicht, ob er gepokert hat oder ob er wirklich Bescheid wusste. Ich muss doch vorsichtiger werden. Ja, ich verstehe dich ja. Deswegen meinen wir doch, Ben, bitte. Bitte mach eine Pause. Ich kann nicht. Immer wenn ich nicht arbeite, fühle ich mich so allein. Ich werde wahnsinnig. Du wolltest doch, dass ich was über Lewis herausfinde. Was wäre, wenn ich dir sage, dass Lewis überhaupt keinen Bruder hat? Was? Ich habe mittlerweile einiges über seine Familie herausgefunden. Die lebt im Ausland und ist absolut bruderlos. Warum sagst du mir das erst jetzt? Weil ich nicht möchte, dass du dich mit ihm beschäftigst. Weil du viel zu verkopft darin bist. Der alte Ben, den Ben, den ich kennengelernt habe damals, der hat ihn schon längst weitergegeben. Warum sollte man jemanden behandeln, der offensichtlich was im Schilde führt? Ich kann ihm wirklich helfen. Nein, darum geht's dir nicht. Darum geht's dir einfach nicht. Worum geht's dir? Geht's dir um Sam? Ja? Willst du wieder... Denkst du, es geht dir besser, wenn du dir beweisen kannst, dass du ein guter Psychiater bist, oder... Mann, es ist... Meine große Schwester ist gestorben, als sie 9 war. Habe ich dir davon schon mal erzählt? Große Schwester? Nein, vielleicht mal erwähnt, ich weiß nicht. Ja, ich rede nicht gerne drüber. Sie ist mit 9 Jahren gestorben, ist von so einem betrunkenen Idioten überfahren worden und... Naja, es war... Weißt du, wie ich das damals verarbeitet habe? Gar nicht. Ich hab jeden, der um mich herum war, hab ich abgewiesen. Bin in meiner eigenen Welt verschwunden. Ich hab geguckt, dass ich... Ich weiß nicht, ich hab alles gemacht, aber ich hab mich nicht damit beschäftigt. Ich hab mir nicht die Zeit genommen. Ich war ein kleines Kind. Aber es schmerzt immer noch genauso. Ich hab's immer noch kein bisschen verkraftet. Und es ist einfach... Das ist... Schau mich an. Ich will nicht, dass es dir genauso geht. Ich will nicht, dass es dir so geht wie mir. Und es ist einfach... Ben, bitte. Ich will doch nur, dass du auf dich aufpasst. Kannst du einen Wein behalten? Ben, warte, ich will doch nicht... Thank you.
Hey? Haben Sie jemals etwas gesehen, das Sie einfach nicht wahrhaben wollten? Entschuldigen Sie bitte. Sie wollen einfach, dass es gar nicht da ist, aber Ihre Augen beweisen Ihnen trotzdem das Gegenteil. Hey, Sie! Vielleicht sieht man auch einfach nur das, was man sehen sollte. Ja, hallo? Nein, nur ein kleiner Spaß. Ich bin gerade leider nicht zu Hause. Aber ich freue mich immer über positive Nachrichten. Nach dem Piep bitte. Hey, ich bin es. Hast du mir noch mehr von Luz verschwiegen? Bitte sag mir alles, was du weißt. Ich denke deine Worte nach, aber ich kann nur eine richtige Entscheidung treffen, wenn ich alles über Luz weiß. Die wissen doch gar nicht, wie es ist, so zu leben. Urlaub. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich will nicht allein sein. Findest du, das Oberteil steht mir? Du siehst immer gut aus. Ach, komm, sei ehrlich. Ich bin immer ehrlich zu dir. Vielleicht komme ich lieber in Zukunft. Du hast echt eine tolle Freundin ausgesucht. Wie meinst du das? Ich bekomme aber nichts auf die Reihe. Ja. Hey, das stimmt doch nicht. Hm? Du bist perfekt. Ich gehe kurz einkaufen. Soll ich da was mitnehmen? Was? Wie lange bist du denn weg? Halbe Stunde, keine Ahnung. Kannst du nicht einfach hier bleiben? Ich brauche nichts, ich will dich bei mir haben. Ach so. Du wirst es doch auch mal kurz ohne mich aushalten. Wie machst du es denn, wenn wir auf der Arbeit sind? Geh nicht. Bleib da. Du bist hier nicht alleine. Du hättest besser auf sie aufpassen sollen. Und wenn du doch lieber zum Therapeuten gehst, ich kenne ein paar Eisen richtig gut. Nein, ich will einfach nur bei dir sein. Wieder ein Albtraum? Ich will, dass es aufhört. Das einfach nur vergessen. Ich will, dass es endlich aufhört. Haben Sie jemals etwas gesehen, das Sie nicht wahrhaben wollten? Ja, das habe ich. Ich weiß ganz genau, was Sie meinen. Was war es? Ich sehe ständig diesen Mann. Einen Mann? Kennen Sie diesen Mann? Ja. Jede Nacht dasselbe Spiel. Egal wie viel du trinkst, vergessen wirst du nie. Sei leise. Sag mir eins. Hättest du etwas dagegen, wenn ich dich jetzt töte? Nein. Ist mir egal. Dann bist du genauso weit wie Sam damals. Der Tod holt dich ein. Was ist das? Ich will, dass du verstehst, was in mir vorgeht. Warum so? Sag mir, was dich bedrückt. Du musst mit mir reden, sonst geht das einfach nicht. Sei doch netter zu ihr. Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut.
liebe dich. Glaubst du mir das? Ja, das glaube ich dir wirklich. Sie sind ein Versager. Ganz gleich, was man über sie erzählt hat, bevor Samantha kam. Es stimmt nicht. Sagen Sie mir, Dr. Bennett, wie halten Sie es überhaupt aus in Ihrer Haut? Wie konnten Sie so blind sein bei ihr? Wonach suchen Sie? Glauben Sie ernsthaft, Sie finden eine Lösung? Wer ist dieser Mann? Er ist der Ursprung allen Übels. Ich hatte meine Patientin, die manisch-depressiv war. Man hatte sie zu mir geschickt, weil sie sich wegen ihren Albtraum umbringen wollte. Warum wollte sie nicht mehr leben? Sexueller Missbrauch. Sie wurde vergewaltigt. Dummerweise ist sie dadurch schwanger geworden. Die Eltern drängten sie zur Abtreibung. Kann man ihr nicht verübeln. Allerdings hat das noch ein viel größeres Loch in ihren Herzen hinterlassen. Und der Mann, den Sie sehen, ist dieser Vergewaltiger? Ja. Also ich denke es mal, ich habe nur einmal ein Bild von ihm gesehen, nicht? Aber er sieht ihm so ähnlich. Vielleicht irre ich mich jetzt komplett, aber kann es sein, dass Sie diese Frau geliebt haben? Ja? Ja, hey, ich bin's. Du hast mir doch gestern auf die Mailbox gesprochen. Ja und? Ja, du hast recht. Ich hab dir noch was über Louis verschwiegen. Was denn? Nein. Ich will das nicht übers Telefon. Kannst du nochmal vorbeikommen, bitte? Ja, okay, ich bin gleich da. Was ist denn jetzt so wichtig? Mike hat ja doch von einem Tagebuch erzählt, oder? Sams Tagebuch? Ja, genau, er. Er hat's gelesen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind doch der Bruder von Samantha, oder? Was? Ich weiß, ich konnte es zuerst auch nicht glauben, aber ja, es steht drin. Moment. Du willst mir also sagen, dass der Mann, den ich behandle, den du als gefährlich anstoßt, Kontakt zu meiner Freundin hatte? Jetzt beruhig dich erstmal, ja? Wir können. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Warum? Warum verschweigt ihr mir so etwas? Ich weiß, wie das auf dich wirken muss, aber jetzt beruhig dich doch erstmal. Ich verstehe das nicht. Warum habt ihr mir nichts gesagt? Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr treibt irgendwelche Spielchen hinter meinem Rücken?
Mit der Begründung, dass ihr das Beste für mich wollt? Ben, bitte jetzt. Dieser Typ treibt mich seit Tagen in den Wahnsinn. Und nun erfahre ich, dass er Kontakt zu Sam hatte? Meine Sam? Der im Zustand instabil war? Ja, ich weiß. Ich meine, sie hat auch geschrieben, dass Louis eigenartig ist, aber er hat ihr nie was angetan. Das natürlich nicht, du Idiot. Der Typ ist ein Irrer. Der... Er ist ein Wahnsinniger. Und nun ist er auch ein Mörder. Hey, Ben, jetzt... Verpiss dich, Matt! Ich will dich nie wiedersehen. Und woher kannten Sie meine Schwester? Sie war ein ziemlich interessantes Mädchen. Ihre Wahrnehmung von dieser Welt war sonderbar. Ich glaube, Samantha hatte dasselbe Problem wie ihr Geliebter. Was ist denn für ein Problem? Ein Leben in Trauer um die Vergangenheit, gepaart mit der Idee, dass die Zukunft nicht besser werden kann als alles, was jetzt ist. Samantha hat von ihnen echt nur in den höchsten Tönen gesprochen. Sie hat sie anscheinend sehr geliebt. Das dürfen Sie nie vergessen. Seien Sie nicht so dumm wie Ihr Freund Ben und schauen Sie in die Zukunft. Es ist nie zu spät, um alles wieder zum Guten zu wenden. Man muss der Sache nur eine Chance geben. Warten Sie, wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Louis Adams. Scheiße. Hedler. Ach, Dr. Bennett. Schön, Sie zu sehen. Weißt du, was da gestern passiert ist, das war nicht gerade professionell von mir. Ich sagte ja, man sollte eigentlich eine gewisse Distanz zu den Patienten bewahren. Komisch. Hat sich sehr professionell angefühlt. Nun, sowas lernt man nicht in der Ausbildung. Ich würde Sie gerne als Patientin abgeben. Ja, das kann ich verstehen. Ich finde, wir sollten einfach nicht mehr beruflich gebunden sein. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Vielleicht könnten wir mal was essen gehen oder so. Ich werde drüber nachdenken. Was? So leicht mache ich Sie nicht, Dr. Bennett. Wir werden Sie schon anstrengen müssen. Das werde ich. Ist er schon da? Ja, aber erst seit kurzem. Kennen Sie Samantha? Beantworten Sie einfach die Frage. Kennen Sie Samantha? Welche? Das ist aber nicht professionell, Dr. Bennett. Davon sollte Connor besser nichts erfahren. Halt den Mund! Mein Job ist mir gerade scheißegal! Ich hab's gewusst, dass du es irgendwann rausfindest. Oder sollte ich lieber deinen Freund dafür loben? Du hast sie mir genommen. Ich hab sie gelebt, du Schwein. Du irrst dich. Du hast keine Ahnung, was du mir angetan hast. Nein, Ben. Du hast doch keine Ahnung. Du hast es nicht verstanden. Beschäftigt damit, anderen Menschen zu helfen, und dabei hast du vollkommen vergessen, dir selber zu helfen. Sam hatte recht, oder? Du hast wirklich keine Ahnung von dir selber. Sie hat mir erzählt, wie sehr du sie liebst. Ich liebe dich, Samantha. Sam war nicht die stärkste Frau, aber sie hat die meiste Zeit ihres Lebens mit Denken verbracht. So wie ich. Als ich sie kennengelernt habe, da war ihre Entscheidung schon gefallen. Sie wollte nicht mehr leben. Ich glaub dir kein Wort mehr. Du hast mich viel zu oft angelogen. Sam hat mir ihre Geschichte erzählt. Und es war keine schöne Geschichte. Eine von Leid, Wut, Trauer, schlechte Eltern, falsche Freunde, Bösartigkeit. Und dann kamst da du.
Der einzige Lichtblick. Die einzig schönen Tage. Auch sie hat gedacht, dass du ihr helfen kannst. Aber irgendwann habt ihr eben beide gewusst, dass es nicht so ist. Doch, ich hätte ihr helfen können. Ich hätte nur mich um sie kümmern müssen. Nein, Ben. Es war schon lange zu spät für Hilfe. Kein Mensch, kein Medikament hätte eine solche Wunde aus ihrem Kopf brennen können. Wenn sie bei dir war, dann ging es ihr zwar nicht schlecht, aber sobald du weg warst, holte sie alles doppelt so schlimm wieder ein. Ihr Leben war verflucht, Ben. Was gibt dir das Recht, so immer Mädchen zu reden? Du hast mich viel zu lange dumm verkauft. Ich habe ja nur auf den richtigen Moment gewartet. Die Sitzungen hier waren nicht für mich, Ben. Die waren für dich. Ich wollte dir helfen. Helfen? Du würdest dir natürlich niemals helfen lassen. Von wem denn auch? Du bist ja der Psychiater. Aber du bist nach wie vor ein Mensch. Du kannst nicht erwarten, alleine dein ganzes Leben zu dir stehen. Und niemand kann von dir verlangen, alleine damit fertig zu werden, einen geliebten Menschen zu verlieren. Das alles wusste Samantha. Ist das nicht erstaunlich, was in ihrem Kopf so alles abging? Sie konnte sich also noch nicht umbringen, weil du das nicht überleben würdest. Du kämpfst mit dem Schmerz nicht zurecht, das hast du ihr doch selber gesagt. Ich weiß gar nicht, wie es ohne dich aushalten würde. Sei still. Ich will das alles gar nicht mehr hören. Ich wollte auch noch warten, bis du bereit dafür bist. Jetzt bist du mir zuvor gekommen. Wieso hast du Kontakt zu ihr aufgenommen? Sie ist mir aufgefallen. Sie wissen doch, dass sie schon vorhin bei anderen Psychotherapeuten war. Genau wie ich. Und so kam es dann, dass wir uns kennenlernten. Ich glaube, sie hielt nicht unbedingt viel von mir, aber sie wusste, dass ich weiß, wie die Menschen ticken. Ich könnte bestimmt auch ein ziemlich guter Psychiater sein, oder? Warum sind sie es doch nicht? Ah. Keine Lust. Und ich habe keine Lust mehr auf ihr Geschwätz. Ich werde sie in irgendeine Einrichtung stecken und dann bekommen sie alles zurück, was sie mir angetan haben. Hören Sie mir doch zu! Der Grund, warum ich hier stehe, warum ich fast täglich hier war, ist, weil Samantha mich geschickt hat. Es war ihr Wunsch, dass ich mich um sie kümmere. Sie wollte nur endlich ihren Frieden. Sie war dankbar für die Zeit mit ihnen, aber der Wille zu leben war schon lang gebrochen. Eigentlich schon seit... Naja. Ich glaube ihr nicht. Dann lesen Sie doch ihr Tagebuch, da steht doch alles drin. Lesen Sie es. Sie hat ihnen dort alles aufgeschrieben. Was genau ihren Schmerz unheilbar gemacht hat, aber auch wie leid es ihr tut, sie allein zurückzulassen. Glauben Sie mir, Samantha hat sie wirklich sehr geliebt. Doch sie müssen sie loslassen. Sie müssen die Vergangenheit auf sich beruhen lassen und einen Weg finden, das Ganze zu verarbeiten. Sie will nicht, dass sie sich der Trauer hingeben. Sie will, dass sie kämpfen und wieder anfangen zu leben. Sie sind nicht alleine, nur weil Samantha nicht mehr bei ihnen ist. Es gibt auch noch andere Menschen, denen sie wichtig sind. Nehmen Sie sich die Zeit. Das habe ich von Anfang an versucht, Ihnen zu sagen. Jedes Leid ist eine wichtige Lektion. Man muss sie meistern. Ich vermisse. Ich hätte es dir von Anfang an sagen sollen. Ist schon okay. Wir wollten nur, dass es dir besser geht. Wir dachten, die Sache mit Adams macht es noch schlimmer. Aber wie es aussieht, ist er wohl der Einzige, der dir tatsächlich geholfen hat. Schaut dann so viel besser aus? Nein, aber irgendwie gelassener.
dieser Adams. So ein verrückter Kerl. Alles, was er sagt, geht einem so durch den Kopf und mit dem, was er hinterher so schreibt, hat er wohl recht. Mit der Vergangenheit abschließen, loslassen und all die bösen Vorwürfe vergessen. Ich weiß nicht, ob ich mit allem abschließen kann. Wir werden es beide versuchen. Sehen wir es positiv. Durch Samantha hatten wir eine schöne Zeit. Und ich habe dich als Freund gewonnen. Das hast du. Ich habe eine Schwester und du eine Frau verloren. Aber wir werden das beide durchstehen. Erstaunlich, wie nur ein Mensch so viel Einfluss auf mehrere Menschenleben haben kann. Und selber denkt, er sei so unbedeutend. Was machst du jetzt eigentlich mit Connor? Ich meine, wirst du Adams noch weiter behandeln wollen? Louis hat gesagt, er kümmert sich drum, was immer das heißen mag. Vermutlich wird er sich seine nächste Aufgabe suchen. Den Abend, den es trifft. Der Typ ist echt irre. Im Grunde sind wir alle auf unsere eigene Art verrückt. So komisch es klingen mag, auf irgendeine verdrehte Art und Weise hat er mir wirklich geholfen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Er hat es echt geschafft. Keine Ahnung, wie das angestellt hat. Und, wie geht's dir damit? Ziemlich gut eigentlich. Die Eltern des Jungen haben mir zum Dank eine Weinflasche geschenkt. Na toll, ausgerechnet jetzt, oder? Ah, oh Mann. Wenn du willst, kann ich sie dir schenken. Ich hab gehört, du kannst es gut brauchen. Ja, das kannst du laut sagen. Alter, die Arbeit stresst mich aber. Am Wochenende lade ich dich mal wohin ein, damit du dich entspannen kannst. Vielleicht Billard? Oh, Billard? Wirklich? Du wirst doch nur wieder sehen, dass ich verliere, oder? Nein, war nur eine Idee. Aber hey, echt keine schlechte. Ist schön zu sehen, dass es dir zurzeit so gut geht. Ich genieße es, solange es so bleibt. Man weiß ja nie, was das Schicksal mit einem vorhat. Kann man sich nur überraschen lassen, was? Du, ich muss Schluss machen. Ich hab gleich einen Termin. Geht klar. Bis später dann. Ciao. Entschuldigung, ich hatte einen Termin bei Dr. Bennett. Ja, ist die erste Tür rechts. Könnten Sie mir noch Ihre Karte geben? Dr. Bennett? Mr. Phillips, schön, Sie zu sehen. Schön, dass Sie mir eine Chance geben. Ja, ich wusste mir halt einfach nicht anders zu helfen. Ist manchmal nicht so einfach, was? Nee, echt nicht. Vor allem, wenn man drauf und dran ist, den Verstand zu verlieren. Das ist gar nicht mal so lange her, da war ich in einer ähnlichen Lage. Ich dachte, ich müsste ganz alleine damit fertig werden. Aber das muss man nicht. Sobald man bereit ist, Hilfe anzunehmen und stark genug ist, dafür zu kämpfen, kann alles wieder gut werden. Lassen Sie mich raten, Sie haben panische Angst vor der Vergangenheit oder Ihrer Zukunft? Ich weiß ganz genau, wie Sie sich fühlen. Aber sehen Sie mich an. Ich lebe mein Leben, bin glücklich. Wir alle können lernen, in der Gegenwart zu leben und nicht in der Vergangenheit oder Zukunft. Dass wir uns nicht fertig machen lassen von Dingen, die mal waren. Also, machen wir es so. Ich zeige Ihnen den Weg und Sie werden es schaffen, diesen zu beschreiten. Sie werden stärker als denn je dieses Büro verlassen. Das legen wir jetzt einfach mal so fest. Und dann zeigen Sie Ihrem Leben, wo der Hammer hängt. Okay. Geht in Ordnung. Gut. Dann fangen wir an. Luminary and the nemesis, need a man.
I live on my own with those that live with me. I walk through the streets chasing nothing much lately. Nobody's a lover if nobody's crazy. I'm putting myself to bed at a reasonable hour. And every now and then I watch it all break down. I stick it back together as best as I can. Because I can't be a lover as a broken man. No, I can't be a lover as a broken man. No, I can't.